lieber Steher, hier ist die Imbal von imbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Aprilhälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gehen wir zu deiner Legung über, Stier. Zur intuitiven Message. Stier, in der zweiten Aprilhälfte bläst dir jemand ins Gesicht. Ja, ich könnte das jetzt viel perverser formulieren, aber es geht nicht um das. Ja, kein Blowjob, sondern jemand bläst dir ins Gesicht. Ich spüre, wie mir jemand in mein Gesicht bläst. Normalerweise ist das ja etwas Unangenehmes, Nerviges. Es ist nicht lustig, wenn man das immer wieder erlebt. Aber ich muss sagen, es fühlt sich angenehm an. Es ist wie ein frischer Wind, der mir in mein Gesicht geblasen wird. Jetzt mal so biologisch betrachtet, könnte es tatsächlich sein, dass eure Haut sehr gut sein wird in der zweiten Monatshälfte, ja? Mit viel Feuchtigkeit, wenig trockene Stellen, weil Luft ist ja gleichzeitig auch Sauerstoff, das da an eure Haut gelangt. Und dadurch strahlt ihr auch mehr. Ihr strahlt dann auch mehr. Und jetzt zurück zur Geschichte, ja, wo euch ins Gesicht geblasen wird. Wie gesagt, obwohl man es als nervig wahrnehmen könnte, fühlt es sich gerade ziemlich angenehm an. Ja, was auch immer man mir da ins Gesicht bläst, es fühlt sich angenehm an. Dieses Blasen, diese Blasbewegung findet man im Tarot bei den Assen. Okay, und ja, schau mal, was ich da so zeige, Kein Wunder, fühlt es sich gut an. Es ist eben frischer Wind, ja, so diese Bewegung hier aus Wolke heraus, ja, diese Vorwärtsbewegung von Wind, das ist bei den Assen. Ass der Münzen, Ass der Kelche, der Schwerter, der Stäbe. Da will jemand eine Situation auffrischen, frischen Wind hineinbringen und das, was dir da zugeblasen wird im Tarot Schwerter, was dir gesagt wird, das gefällt dir, Stier. Da, voilà. Und es kommt jetzt ausgerechnet Ass der Stäbe, das steht für Phallus. Ich könnte ja das Video eigentlich schon Blowjob nennen. Blowjob nennen, weil es ist, mein Kanal ist ab 18. Ja. Ein Neustart. Jemand will einen Neustart mit dir. Ist ja deine Legung, oder so? Und ich nehme so deine Energie auf und da geht es dann so vorwärts, oder? Du bist sozusagen da, du sitzt dort und schaust hier zu, oder? Und Ass der Stäbe kommt von hier. Von deinem Gegenüber, in your face. Ha? Schau, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich gut an. Es ist ein frischer Wind auf dein Gegenüber, kommt auf eine andere Art und Weise auf dich zu und das gefällt dir. Okay? Das gefällt dir. Ein Neustart hier im Leben auch. Mal so generell gesehen. Ass der Schwerter. Stier. Neuanfang. Gegenüber. Ja, ich will. Es gefällt mir. Das hier ist ein Neustart, das auf dich zukommt, ja, von jemandem zukommt, vom Leben zukommt, von sonst was zukommt. Und das hier ist deine Zusage, dieses Yes, ich unterschreibe das. Okay. Mal ganz abgesehen von der Liebe. Wenn ich jetzt ohne intuitive Message gestartet hätte, ja, wenn ich da nicht gespürt hätte, dass dir jemand Frisches bringt,
dann würde ich hier diese Karten interpretieren als Dinge, die vom Universum kommen, ja, weil das hier sind einfach Hände, die aus Wolken herauskommen, aus Wirrwarr heraus, kommt plötzlich hier eine Gelegenheit, die du sofort ergreifen möchtest, ja, das ist so dein Kronenchakra, das sagt, ja, unterschreib, ja? Und generell stehen Asse für Gelegenheiten, die aufpoppen plötzlich, ohne dass ein Mensch sie hinhalten muss, ja. Aber die Liebe ist hier auch gemeint, ja, weil ich habe eben in der intuitiven Message habe ich sehr stark gemerkt, dass da jemand vor dir sitzt, dir ins Gesicht taucht und das, was du da hörst, siehst, fühlst, spürst, denkst, dir gefällt. 10 der Münzen. Okay, einige von euch unterschreiben hier tatsächlich eine neue Verpflichtung, einen neuen Vertrag. In der Liebe geht es darum, dass du jetzt siehst, dass hier Klarheit herrscht. Ja, du hast jetzt Klarheit über die Klarheit. Du hast hier auf Klarheit gewartet und die hast du jetzt. Jetzt siehst du es. Okay, es kann bis 10 der Münzen gehen. Doch, das klappt. Ja? 10 der Münzen ist das Maximale an Beziehung, an Bindung etc. etc. Okay? Und allgemein im Leben ist das hier ein Vertrag, das jetzt unterschrieben wird. Ja? Ein Vertrag in Bezug auf einen Neustart. Und wenn du jetzt da so sitzt und denkst, wovon redet sie, dann sage ich dir, warte ab. Das ist eine Zukunftslegung. Ja? Und überhaupt gelten meine Tarotkartenlegungen nicht für jene, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und Tarotkartenlegungen anschauen, ja, und nichts machen, nicht mit Leuten reden, keine Kontakte haben, ja, sozialen Kontakte, keine ja, sowas. Keine sonst irgendwelchen Dingen nachgehen, keine Hobbys haben. Für euch gelten meine Legungen grundsätzlich nicht. Für euch, ihr könnt, warte, ich gebe euch eine Legung für ein für alle Mal. Ja? Die gilt dann für immer. Das hier. Es geht jetzt an jene, die einfach nur zu Hause rumsitzen, meine Legungen anschauen und von der Hoffnung hier sich ernähren, anstatt wirklich was zu tun. 4 der Schwerter, das ist deine Karte, das ist deine Voraussage für die nächsten Jahre. Okay? Gut. Dann musst du ja nicht die anderen Legungen anschauen, das bringt es ja nicht. Gehen wir zu den anderen zurück. Sechs der Schwerter. Stier, du bekommst, was du willst. Du bekommst hier genau das, was du willst. Die Gegenseite. Die Gegenseite war so ein bisschen wie gezwungen dazu, dir zu geben, was du willst. Siehst du diese gebeugte Haltung dieser Menschen? Ja, das hier kann dein Liebespartner, deine Liebespartnerin sein. Das kann sonst irgendwas Geschäftliches oder so sein. Wer auch immer hier bei 5 der Schwerter zurückgelassen wurde, musste mit 6 der Schwerter hier dir etwas geben, das dir gefällt, damit man hier so vorwärts machen kann. Ja. Ja. Schön für dich im Leben, im Arbeitsleben, bei sonst was. In der Liebe nicht so. Ne, schon okay, aber man muss das besprechen. Weil man nimmt da was mit in die Zukunft. Ja, der Wagen. Hauptsache, es geht vorwärts, sagt dein Gegenüber. Hauptsache, wir machen hier vorwärts. Hauptsache, es kommt Bewegung rein. Wir können dann diese Schwerter da, die wir da mitnehmen auf diesem Boot, ja. Können wir ja dann später anschauen. Hauptsache, es bleibt nicht bei 5 der Schwerter. Hauptsache, Stier kehrt mir nicht den Rücken zu und geht davon. Hauptsache, wir gehen gemeinsam vorwärts. Wohin genau es jetzt führt? Schwarze Sphinx, weiße Sphinx, weiß ich nicht, sagt dein Gegenüber. Aber Hauptsache, gemeinsam vorwärts. Okay. Weil es kommt mir vor, wie, weil
bei diesem Wagenführer. Hier sind hier überall Sterne. An seiner Stirn hat es einen Stern. Und es kommt mir vor, wie wenn du unverzichtbar bist für die Wunscherfüllung dieses Menschen. Es muss fast mit dir sein. Ohne dich, hier haben wir auch diese Sterne. Ja, für Münzen geht man zu Erdzeichen, das ist so. Steinbock, Stier, Jungfrau. Das ist so. Ritter der Stäbe, schau eben, Verlustängste. Der Ritter der Stäbe ist der, der Angst davor hat, jemanden zu verlieren. Ja, das ist immer so der Nenner, auf den sich all sein schlechtes Verhalten zurückverfolgen lässt. Dieser Mensch hat Angst davor, zu verlieren. Jemanden zu verlieren. Okay? Etwas zu verlieren. Verluste. Das ist Feuer unterm Popo. Das ist das. Okay? Strom in der Hose. Und deinem Gegenüber geht es jetzt einfach nur darum, dass hier Vorwärtsbewegung kommt. Dieser Mensch hat noch Ängste. Dieser Mensch hat noch Dinge auf. Die er sie mit dir klären möchte, die er sie genauer beobachten möchte in der Zukunft. Aber Hauptsache, Stier bekommt jetzt, was Stier will und geht mit mir vorwärts. Das ist die Hauptsache. Okay. Ich muss sagen, ich bin eine Stierdame, ja. Und liebes Gegenüber, du agierst schon richtig. Das ist gut, dass du sagst, hey, zumindest muss ich schauen, dass ich Stier abhole. Ja, weil wenn Stier allzu lange in einer Position bleibt, dann entwickelt sich da Routine und Stiere sind Routinemenschen und die gewöhnen sich dran, ja. Und dann wird es umso schwieriger sein, Stier zu einem späteren Zeitpunkt zu überzeugen. Lieber Stier jetzt abholen, bevor sich Stier an den Status quo gewohnt hat, ja. Und stimmt, Probleme kann man dann später immer noch besprechen, ja. Also, liebe Stiere, euer Gegenüber hat euch ziemlich gut entschlüsselt. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten, schau, für dich ist das grandios, ja? Du bekommst, was du willst. Ich werde mit diesen Karten eine weitere Reihe hier legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Schau, Ass der Münzen, du bekommst, was du willst. Mit diesen Karten hier werde ich nachschauen, was die weibliche Seite vor der männlichen und was die männliche Seite vor der weiblichen Seite versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye!